Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich sehe jetzt ein bisschen aus wie durch den Wind gefegt, gejagt. Das liegt daran, dass Elsa mir jetzt gerade noch an den Haaren gezogen hat. Ich hatte mir hier mühevoll diese schöne Frisur gezaubert. Aber so ist das mit Baby. Heute geht es um meine oder um unsere Baby 6 Monats Must-Have-Favoriten. Also die Sachen, Dinge, die ich wärmstens empfehlen kann. Von 0 bis 6 Monate. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann bleibt doch dran. Ich habe mich gerade eben mit meinem Mann ein bisschen zusammengesetzt und wir haben darüber diskutiert oder ein bisschen reflektiert, welche Dinge wir denn so am meisten mochten oder gebraucht haben in den ersten 6 Monaten unserer Tochter. War das Deutsch? Naja, auf jeden Fall in den ersten 6 Lebensmonaten unseres Kindes. Und da sind uns einige Dinge eingefallen, die wir uns wirklich nicht wegdenken können und die uns wirklich eine totale Hilfe waren. Und als erstes wäre da zu nennen unser Beistellbett. Also die ersten 2 Wochen, glaube ich, hat Elsa noch zwischen uns gelegen. Da hat sie auch teilweise sehr lange auf uns gelegen. Aber als wir sie dann in ihr Beistellbett verfrachtet haben, war das echt eine super Erleichterung, weil sie eben ihr eigenes Bett hatte. Wenn wir uns umgedreht haben, dann spürte sie das nicht so auf der Matratze, also auf ihrer, weil sie ja auf ihrer lag. Und ich konnte sie aber dennoch gut stillen, ohne dass sie jetzt rausgenommen werden musste aus dem Bett und wieder rein. Und dann wäre sie nämlich direkt wieder wach geworden. Ja, so haben wir einfach gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es ist prinzipiell egal, welches Beistellbett. Wir hatten jetzt eins. Ich weiß den Namen nicht, weil wir haben es gebraucht gekauft für 40 Euro. Also es war wirklich ein totales Schnäppchen. Aber es ist sowas Ähnliches wie Baby Bay. Ich denke, man kann die alle vereinheitlichen. Ja, war uns wirklich Gold wert. Was uns auch Gold wert war, war unser Roba Laufgitter, Laufstall. Weil wenn dann auch mal der Postbote klingelt oder man wirklich mal schnell weg muss. Wir haben ja 2 Hunde, wer das noch nicht weiß. Dann ist es halt, oder so kann man das Baby einfach nicht so auf der Couch liegen lassen oder auf ihre Krabbeldecke oder so. Da haben wir sie dann immer in den Laufstall gelegt und hatten Gewissheit, dass da jetzt nichts passiert, dass die Hunde da nicht ran können. Ja, deswegen fand ich das auch eine sehr, sehr, sehr gute Investition. Das haben wir allerdings auch gebraucht gekauft. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, Babysachen gebraucht zu kaufen. Das ist so viel billiger und wenn die gut erhalten sind, also ich meine, was spricht dagegen? Ja, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Was auch total super war, ist der Maxi-Cosi-Sack von Coeca. Der sieht so aus, das ist die Farbe Antwerpen oder so. Und es ist auf jeden Fall der Sommersack. Also es gibt da noch welche mit so Lammfell oder mit so Flausch drin. Aber wir haben jetzt immer den Sommersack gehabt, obwohl ich jetzt denke, für den Sommer ist es viel zu warm. Wir haben ihn jetzt schon einige Zeit auch aus dem Maxi-Cosi genommen. Aber ich denke, als Eltern macht man sich sowieso immer Gedanken, zieht man sein Kind richtig an und hat es zu warm, hat es zu kalt. Und mit diesem Sack war es einfach so, wir haben Elsa lediglich, wenn wir sie mitgenommen haben, noch ein Westchen oder sowas drüber gezogen. Aber sonst haben wir sie so angezogen, wie wir sie auch daheim angezogen haben. Und dann einfach den Sack zugemacht. Und dann hatten wir hier keine Probleme. Also es war nie zu kalt, es war eher manchmal doch immer noch ein bisschen zu warm. Aber ich denke, wenn man eben nicht so einen Sack hat, dann neigt man dazu, die Kinder zuzupacken. Und dann kommen die in so einen Wintersack und was weiß ich. Also ja, das hat uns auf jeden Fall sehr gut geholfen. Und ich finde den optisch einfach auch total schön. Mit diesem Waffeleisen-Look. Nennt man das so? Naja, ihr wisst, was ich meine. Später, wenn die Babys schon ein wenig aktiver werden und besser sehen und ja, die Umwelt besser wahrnehmen, hat uns eins sehr, sehr, sehr gut geholfen. Ich wollte es wirklich, ich wollte es nie. Ich finde, optisch ist es eigentlich furchtbar für meine Augen, weil unsere Wohnung ist komplett irgendwie grau, weiß, beige und dann steht dieses Ding mittendrin. Und zwar handelt es sich um den Dschungel, wie nennt er sich? Heißt der Dschungel? Ich glaube. Naja, ich zeige euch den auf jeden Fall nochmal. Aber hier habe ich jetzt stellvertretend dieses kleine Dschungeläffchen. Ja, dabei, ich muss sagen, Elsa liebt den Dschungel. Also jetzt momentan ist er eher weniger interessant, weil sie jetzt vieles anderes
im Auge hat und einfach das schon kennt. Aber am Anfang, als es ganz angefangen hat, konnte man sie da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde unter dem Teil liegen lassen. Und sie hat gespielt, hat sich beschäftigt. Und das war echt super, super, super. Und dieser Dschungel kann ja auch noch Melodie abspielen. Und ja, die hatten wir sehr, sehr oft an und mittlerweile kennen wir die in- und auswendig. Also wir wissen auch schon, wenn die eine Melodie fertig ist, wenn die nächste kommt und wie die ist. Und dann singt man, summt man schon mit, man hat dann voll den Ohrwurm. Aber ja, solange es dem Baby gefällt, sind wir auch glücklich. Deshalb, der Dschungel ist toll. Und den haben wir auch gebraucht gekauft. Wir sind voll die Sparfüchse irgendwie. Der hat nur noch 20 Euro gekostet. Ich glaube, neu kostet er um die 60 Euro. Aber ich denke mir wirklich, wenn das Zeug noch gut gebraucht ist, gut erhalten ist, warum sollte ich jetzt 60 Euro ausgeben? Ich habe das Zeug alles einmal in die Waschmaschine geworfen und fertig war der Käse. Also ja, auf jeden Fall der Dschungel. Womit Elsa auch den ultimativen Spaß hatte, beziehungsweise immer noch hat, weil sie das immer noch benutzt, ist der Schwimmring. Also am Anfang habe ich wirklich... Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, das war sogar auf Facebook bei irgendeinem witzigen Video. Auf Facebook, da posten ja alle Leute witzige Videos. Da habe ich das mal gesehen, dass ganz viele Babys mit diesen Ringen in Wasser planschen. Da habe ich nur gedacht, wer macht seinem Baby einen Ring um den Hals? Das sieht irgendwie komisch aus und ob das hält. Und irgendwie war ich da nicht so schlüssig, ob das jetzt so toll ist. Aber dann... habe ich das umso öfter gesehen und alle haben drunter geschrieben, die Babys sind so begeistert. Und da habe ich bei Amazon geguckt und da hat der 13 Euro gekostet. Und habe ich gedacht, ha, okay, für 13 Euro versuchst du es einfach mal. Und Elsa liebt das Teil. Sie hat damals eine Phase gehabt, ich glaube so mit 2,5 Monaten, wo sie es gehasst hat, baden zu gehen. Also da war es wirklich eine Tortur. Und dann haben wir den Ring gekauft und seitdem ist in der Badewanne Ruhe. Da liegt sie so entspannt, also hat sie früher so schön entspannt gelegen, sie hat geguckt, sie war entspannt. Man hat so richtig gemerkt. Mittlerweile, ja, strampelt sie richtig, sie will sich dann umdrehen auf den Bauch und sie, also, liebt das Teil echt. Und ja, man soll sich einfach keine Sorgen machen, wie das aussieht, solange das hält. Also man muss das auch richtig fixieren und hier vorne kommt dann auch... das Kinn hin, also ist so eine kleine Aussparung, dass da sich nicht ihren Hals irgendwie zu abquetscht oder so. Deshalb, und da sind auch so Klingeldinger drin, die ich aber ziemlich unnötig finde irgendwie, aber vielleicht wird das noch spannender. Naja, auf jeden Fall den Schwimmring. Aber unsere ultimative Empfehlung, wirklich ultimativ, ohne die hätten wir ein Schreibaby gehabt. Ich bin der festen Überzeugung, ohne das wäre es wirklich eine Tortur gewesen. Stellvertretend zu der Oberkategorie Tragen zeige ich euch eine Bondolino-Trage. Wir haben nämlich mittlerweile 4 Tragen. Also wir haben ein Tragetuch, das ist von Hopeditz? Wie heißt denn das? Naja, dann haben wir eine Bondolino, das ist das. Dann haben wir eine Masupi, die ich am Anfang... super, super gerne getragen habe, weil es so einfach ist mit dem Klettverschluss. Also Masupi ist so ziemlich mein Favorit. Und wir haben eine Manduka, die mein Mann getragen hat, weil er das für sich besser fand und die war dann auf ihn eingestellt. Und wir haben 4 Tragen. Jede einzelne hat so ihren Vorteil. Mittlerweile benutze ich super gerne die Bondolino, die war am Anfang... nicht so der Brüller, weil Elsa sich da nicht eingeengt genug gefühlt hat. Also die Bondolino, man müsste sie jetzt angezogen sehen, die hat hier an den Seiten immer noch so ein bisschen Freiraum, wo das Kind irgendwie sich mehr bewegen kann. Und das wollte Elsa zu diesem Zeitpunkt einfach gar nicht. Sie wollte schön eingequetscht sein, so richtig wie gepuckt. Und das war in der Masupi, Wortspiel, war in der Masupi super gut und die Manduka hatte ich auch öfter auch mal angehabt, wenn mir bei der Masupi irgendwann fängt es halt an, den Rücken zu belasten, wenn man immer da sitzt und ich habe sehr, sehr lange die Trage angehabt, bis zu 5 Stunden am Tag. Ja, irgendwann merkt man halt, dass es an den Schultern wehtut und dann bin ich manchmal umgestiegen, auch auf die Manduka, hin und her gewechselt und dann war das so ein bisschen entlastend. Genau, das Tragetuch finde ich an sich auch super. Aber es ist so, dass man das richtig binden muss und das erfordert so ein bisschen Übung.
Und mit Elsa zu üben ist auch immer so nicht so ganz einfach, weil sie so ein Zappelkind ist. Das heißt, man bindet da und macht und dann hält die nicht so schön ruhig wie bei den Babys auf YouTube, wenn man so eine Anleitung guckt. Dann zappelt die und guckt und macht und dann greife ich irgendwie doch einfach zur Trage, weil da mache ich zack, zack und dann ist das an und dann ist es gut. Ja, aber auf jeden Fall wirklich, ich kann das so jedem ans Herz legen, sich eine Trageberatung zu organisieren und zu schauen, welche Trage für sich persönlich oder für dich persönlich geeignet ist, weil Tragen ist für Babys so gut und die sind immer ruhig. Also ich glaube, Elsa hat auch am Anfang irgendwie 18 Stunden am Tag geschlafen oder sogar noch mehr. Das war einfach, ja, sie hat sich da so total wohl gefühlt. Aber ich muss jetzt auch sagen, Gott sei Dank, seit 4 Wochen hat sich das Tragen nicht erledigt, aber das Tragen zum Einschlafen hat sich erledigt. Elsa konnte halt wirklich 4,5 Monate lang nur in der Trage mittags einschlafen. Hätte ich sie dann abgelegt, nachdem sie eingeschlafen wäre, wäre sie wieder aufgewacht und das wäre dann ein Riesendrama geworden. Aber jetzt mittlerweile schläft Elsa alleine in ihrer Muschelecke. Und ja, da bin ich jetzt wirklich froh drum. Aber ich benutze die Trage natürlich trotzdem noch, wenn wir irgendwo hingehen und rausgehen. Und ja, das war so unser Video. Wenn ihr auch solche Favoriten habt, dann schreibt sie gerne hier unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.